Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und erratet mal, wer welches Pferd ist. Wir haben uns heute Morgen ganz spontan noch ein Easy gekauft. Welches von den beiden ist unser Tier? Unser Pferd. Bist du es oder bist du es? Ich hab... Anaya hat Silver Snow. Einer von denen ist Silver Snow und einer von denen ist Blue Snow. Bist du Blue Snow oder bist du Silver Snow? Na komm. Ich werde mein Pferd hier jetzt streicheln. Und ich setze mich auf mein Pferd. Ja, wir konnten nicht widerstehen beim Black Friday Sale nochmal zuzuschlagen. Ja, wir gehen jetzt einmal zum Springreiten. Ja. Wie gesagt, wir konnten sie mir nicht lassen. Nein. Normal kosten alte Generationen. Ich glaube, das Easy kostet auch 950, die alte. Die Koppel hier ist wunderbar. Es wäre eine Schande, nicht auf die weite Gegend und den tollen Ausblick hier auf Südhof zu nutzen. Deswegen habe ich einen Parcours für eine Geländestrecke aufgebaut. Er erstreckt sich von der Rettungsrange bis in die Nähe des Stegs am Meer. Möchtest du es versuchen? Klar! Ja. Leider sind wir beide immer noch ein bisschen erkältet, Anaya und ich. Ja, leider, leider. Ja. So. 1, 2, 3. Gucken wir uns das Rennen mal an. Sie sind erst schon Level 3. Hatten wir uns vor einer Stunde, vor drei Stunden, glaube ich, gekauft. Heute Morgen um 8:30 haben wir uns das gekauft. Ja. Weil uns heute Morgen spontan einfiel, dass wir uns noch ein Easy kaufen müssen. Weil unser anderes ist leider schon ausgelevelt. Mein Araber und mein Easy ausgelevelt, dann hätte ich mir es noch mal überlegt, welches ich kaufe. Aber dann habe ich zum Easy, wollte ich ein Easy, weil mein Easy ist ja schon ausgelevelt. Mein Araber steht zu Level 12, glaube ich. Das weiß ich. Wow. Ich hatte gedacht, man muss da lang. Wow. Ja, sonst wäre ich ja hier nicht blöd rumgerannt. Wow. Da haben wir beide den gleichen Fehler gemacht. Ja. Die Fähre ist da. Ja. Ja, das soll sie. Ja, wenn das Husten doch mal zu laut sein sollte oder so. Dann, ich versuche es natürlich ein bisschen rauszuschneiden. Ja. Jetzt tobt Jamila vor. Wieso bist du so schnell? Weil ich flitze Schuhe anhabe. Weißt du, was ich sagen würde? Dass wir gleich nochmal, wenn wir die tägliche Wecker nochmal ein paar Sofino oder so holen. Und das Ach, da dann. Gucken wir mal. Wir werden jetzt noch einmal dieses Geländereiten machen. So, dann machen wir die zweite Runde. Ja. Hierfür gibt es 150 Pferde-XP. Was ich jetzt nicht so extrem finde. 100 mehr hätte das wohl geben können. Weil ich finde das schon ganz schön lang eigentlich. Also ich mag das. Aber für 150 finde ich schon. Weißt du, was ich gerne in Star Stable hätte? Was denn? Kutschen. Einfach so Kutschen. Die man mit dem Shire Horse oder so fahren kann. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Ja. Bei den Shire Horse wurde ja eigentlich auch angekündigt,
dass es bei Kutschgeschwür ging. War zumindest in dem Trailer, den ich angeguckt habe. Dieses Mal haben wir die Ecke besser genäht. Und jetzt konzentrieren wir uns mal kurz auf das Rennen. Das Rennen. Wenn man nicht so viel redet, muss man auch nicht so viel husten. Hä? Gerade ging das doch nicht so lange. Doch, gerade waren das auch 2 Minuten. Oh. Beim Easy hatten wir auch so viel Spaß beim Leveln. Wir haben unseren Easy, unseren ersten Jahr jetzt seit 2 Jahren. Ein Jahr. Ziemlich genau seit... Nein, genau seit einem Jahr jetzt. Ich würde sagen, wir holen nochmal unser Pasofino. Dann müssen wir erstmal ein anderes Pferd holen. Pasofino! So, wir haben uns jetzt unseren Pasofino geholt. Lusitano. Ach, ups. Lusitano geholt. Und wollen jetzt einmal versuchen, in die Highscore-Liste zu kommen. Ich glaube, Erste werden wir wohl nicht, aber Top 10 könnten wir wohl werden. Vielleicht. 1, 2. Wir haben ja jetzt auch ein ausgeleveltes Pferd mit. Glitter Sparking with Lady. 1, 2, 3. Und jetzt schauen wir mal. Harvard ist sehr schnell. Fühlt sich so schnell an, weil die Beine so schnell sind. Die anderen sind so bium, 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 bium. Und sie so bium, 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 bium. Oh, das war nicht so gut. Ja, ich bin ein bisschen weiter hinten als du. Oh, nicht viel. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, nein! Ich bin in den Stand geritten. Jetzt bin ich wieder weiter. Wir haben lange den Lusitano nicht geritten. Ja. Um ehrlich zu sein, seit einem Jahr oder so nicht. Aber ich finde den ja immer noch hübsch, ne? Ja. Ich habe den ja einen aus der App, du doch auch, oder? Mhm, ich auch. Ich habe hab meinen für mich gelevelt, nicht so wie der Andalusia. Wir wollten uns ja da schon länger einen Andalusia kaufen und ja, da kam das perfekt zur Verfügung. Wir können sogar sehr gut in der Rangliste kommen. La. Wir sind in der Rangliste. Ich bin Vierter! Und Tabila ist Fünfter. Ja, cool. Wollen wir nochmal probieren? So, können wir ihn dann jetzt hier anziehen? Nein, können wir immer noch nicht. Aber ihr kennt die auch. Das sind ja eigentlich die gleichen wie die unten. Ja. Nur in einer anderen Farbe. Genau. Das können wir auch an den Gamaschen sehen, was für Farben das sind. Ja, die Pastelltöne, ne? Nicht so. Die Pastelltöne mag ich, aber die Schabracke finde ich blöd, dass sie so wenig Werte hat oder was? Tragen können. Ja. So, ich glaube, wir versuchen nochmal unser Glück. Ja, einmal noch. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Erste werden. 1, 2, 3. Na, viel mehr kann man ja nicht.
bis auf den einen Mega-Fail. Oh. Hm. Naja, probiert nochmal. Passiert ja. Wenn man gleich am Anfang so einen Mega-Fail hat. Dann wird's nichts. Den Sprung darf ich nicht. Weggeflitzt. Verpasse. Scheiße. Jeder kleine Mini-Fail zählt. Jeder. Zum Beispiel, wenn man hier ein Hütchen trifft, ist man auch schon weg von der Seite eigentlich. Ich bin gerade ganz leicht hängen geblieben. Ja. Jetzt würde ich durchreiten, egal ob ich jetzt so einen Fail hätte, aber gleich am Anfang ist es blöd. Hier hatte ich einen Fail. Scheiße. Ah, wieder nicht so gut. Einfach konzentriert bleiben. Wo hatte ich 33? Ach, ich hatte auch einen Mega-Fail. Aber egal. Ich mach weiter. Ich auch. Ich war ja auch meiste fast ganz am Anfang. Scheiße! Mama mia, Pizzeria. Ich hab noch 40 Sekunden. Nein, ich hab noch 30 Sekunden. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen. Erste Tür. Ach, warte doch ab. Ja. Ich werde auch nicht mehr Erste. Du hast eine bessere Zeit wie gerade. Oh. So. Ich würde immer noch einen vierten. Wahnsinn. Eins. Schade. Und gerade eben hat Jamila besser. Oh, nein, jetzt war ich besser. Gleich! Ich hatte die gleichen Millisekunden. 0,03 Sekunden besser. Witzig. Aber dafür, dass wir jetzt... Hätte ich den Fehler nicht eingebaut, hat es vielleicht funktioniert. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen. Ja. Und... Ja. Vielleicht finden wir ja noch eine... Ja. Und wir üben jetzt immer ein bisschen. Und wenn wir vielleicht einer von uns auch von ersten Platz kommen, zeigen wir euch das natürlich. Genau. So, das war's heute auch schon vom Update. Ja. Wir sind halt, wie gesagt, auch ein bisschen krank und ein bisschen erkältet. Und darum gibt's heute mal nur ein kleines Video. Ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens nächste Woche zum Winter-Update wieder. Ja. Dann gibt es Schnee, dann gibt es das Winterdorf, dann gibt es bestimmt den Julbaum, dann gibt es 7 Geschenke schon auf einmal, weil... Ach ja. Ja. Und... Morgen ist ja schon der 1. Dezember. Genau, morgen gibt es die ersten Türchen im Adventskalender. Für uns, aber wenn ihr das natürlich 5 Jahre später kommt, guckt, dann nicht. So. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Warte, ich bin vorbeigeritten. Oh nein. Und nicht vergessen, wie gesagt, den Kanal zu abonnieren. Bin ja zu spät. Ja. Warte. Tschüss. Warte. Ich kann euch jetzt nicht unterbrechen. Ciao.